Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener Trades finden mit Marktscreening. Und das machen wir natürlich, wie auch beim letzten Mal, mit Manuel Lücke. Ich freue mich, dass Manuel für uns Zeit gefunden hat heute Abend. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Und selbstverständlich können Sie auch das Webinar nutzen, um entsprechend ein Feedback abzugeben und Ihre Fragen reinzustellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich den Bildschirm an den Manuel übergebe, müssen wir einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wichtig. Und wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich hier an der Stelle pausieren. Okay, Manuel, ich übergebe den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich werde mal meinen Bildschirm freigeben. Kleinen Moment. So, jetzt kann man mir gerne mal ein kleines Feedback geben, ob man den Bildschirm sieht mit der Präsentationsfolie. Super. Dann heiße ich Sie auch nochmal recht herzlich willkommen, alle zusammen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass ich die nächsten 60 Minuten mit Ihnen verbringen kann, um über das Thema Marktscreening zu sprechen. Ich würde mich an der Stelle auch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin groß geworden als Informatiker in einer Vermögensverwaltung. Also ich habe quasi Informatik studiert und damals schon als Werkstudent dann per Glückstreffer in einer Vermögensverwaltung angefangen, als Werkstudent zu arbeiten und war über mein Studium hinaus dann auch noch dort angestellt. Und ja, dort hat man eben den ganzen Börsenalltag mitbekommen. Ich als Entwickler habe natürlich dann auch viel Handelssysteme entwickelt und bin da total mit der Welt des Tradings verschmolzen. Man fängt da natürlich auch selber an, mit dem Handel zu starten, kann sich dort ja auch mit den diskretionären Tradern gut austauschen. Und ja, nach 5 Jahren als Angestellter in der Vermögensverwaltung habe ich mich zusammengetan mit einem Kollegen. Wir haben dann zusammen eine Firma gegründet, auch in Berlin, für den automatischen Börsenhandel. Dort haben wir auch eigene Handelssysteme entwickelt, die wir dann verkauft haben. Wir haben auch individuelle Handelssysteme für Kunden entwickelt, die speziell auch Kunden zugeschneidert sind. Und nach einigen Jahren habe ich dann meine Anteile der Firma erfolgreich verkauft und habe mich jetzt auf mein Herzensprojekt spezialisiert, den Forex Screener. Das ist die Screening-Software, um die es heute in diesem Webinar gehen wird. Und da geht natürlich der meiste Teil meiner Zeit drauf. Und nebenbei bin ich dennoch etwas am Markt aktiv mit automatischen Systemen und natürlich auch mit manuellen Trades. Man ist vom Markt, ich glaube, wenn man da einmal drin ist, natürlich dann halt nicht mehr wegzuholen. Und ja, natürlich so neben den automatischen Handelssystemen habe ich auch Projekte rund ums Thema Trading also gehabt und teilweise immer noch. Eben nicht nur Handelssysteme, sondern auch Monitoring-Software, Lizenz-Software, Software für Copy-Trading, also alles, was man sich ums Thema Börse vorstellen kann. Genau. Und ja, heute geht es natürlich dann nur um eine Screening-Software, um das Marktscreening. Und ich würde gerne am Anfang mit Ihnen einmal diskutieren, warum das Thema Marktscreening aus meiner Sicht wichtig ist und warum es auch an Popularität in letzter Zeit immer gewinnt. Unsere Community, die wächst auch von Mal zu Mal. Und ich würde dir gerne mal erklären, woran das Ganze liegt, beziehungsweise auch erklären, warum man denn überhaupt Marktscreening braucht. Und
Ich habe hier mal eine Skizze oder ein Bild für Sie mitgebracht und darin kann man die unterschiedlichen Marktphasen, die es so gibt, erkennen. Das Ganze ist natürlich beispielhaft dargestellt. Also so sieht es dann bilderbuchmäßig aus. Man kommt hier gerade aus einem Abwärtstrend. Der Markt hört auf zu fallen, begibt sich dann so eine Konsolidierungsphase und hat, ja, geht in eine Seitwärtsphase über. Danach kommt der Fake Breakout nach unten und der Markt geht in einen Aufwärtstrend über, bis er dann eben oben an der Spitze überkauft ist, stagniert und dann geht das ganze Spiel nach unten wieder von vorne los. Das ist natürlich jetzt alles sehr bilderbuchmäßig dargestellt, aber wir können dort einige Informationen rausziehen. Und zwar, wir können sehen oder man muss wissen, dass man als Trader eben in der Position ist, dass man am Markt reagiert. Also wir sind nicht die, die die Bewegungen am Markt verursachen, sondern wir sind immer die Leute, die auf Marktgeschehnisse reagieren und sich vorteilhafterweise positionieren in die Richtung, in die der Markt dann eben wahrscheinlich laufen wird. Und wenn man jetzt so ein Szenario hat, in dem der Markt eben überverkauft ist, in so einer Konsolidierungsphase ist und sich eine Range ausbildet, dann haben wir eben die Gegebenheit einer Range und wissen, okay, der Markt wird jetzt wahrscheinlich demnächst ausbrechen. Und dementsprechend können wir uns bei einem Ausbruch positionieren. Wir sind jederzeit vom Markt abhängig. Also ein Range Breakout können wir eben nur dann handeln, wenn es auch eine Range gibt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel keine Range haben, sondern wir befinden uns jetzt schon in einem Aufwärtstrend, dann sind wir insofern abhängig, dass wenn wir in den Trend einsteigen wollen, dann machen wir das natürlich in der Korrektur, die wir zum Beispiel hier finden und hier finden. Und wir sind wieder abhängig in der Phase des Einstieges von der Korrektur, insofern, dass der Markt laufen wird, bis er auf so einen Widerstand trifft. Das kann jetzt eben der Zipfel hier sein oder das kann ja auch so eine Range sein. Und wenn wir dann den Einstieg gemacht haben oder wenn wir eben später vielleicht ein Korrekturtrade machen wollen, dann sind wir genauso wieder abhängig, dass wir warten müssen, bis der Markt auf einen Widerstand trifft. Das ist in der Zeichnung jetzt nicht so gut dargestellt, aber man kann eben davon ausgehen, dass es dann hier so eine Art Widerstand gibt, an dem der Markt abprallen wird, sodass man prognostizieren kann, okay, der Markt fällt jetzt erstmal wieder ein Stück. Und danach geht es dann weiter nach oben. Das ist erstmal so die Theorie und das sind so ein paar Key Facts, über die wir uns klar sein müssen. Was jetzt so auf dem Bild natürlich nicht so gut rüberkommt oder auch nicht dargestellt wird, dass wir auch Marktphasen haben, in denen wir quasi gar nicht reagieren können. Das finden wir dann zum Beispiel, wenn wir uns in einer Seitwärtsrange befinden. Zum Beispiel hier, weil da ist es vielleicht für uns noch gar nicht klar, ob wir jetzt in einer Seitwärtsphase sind. Und wenn wir kein Ereignis haben, beziehungsweise wenn der Markt kein Kriterium erfüllt, dann können wir eben auch nicht einsteigen. Beziehungsweise wir können einsteigen, aber das ist dann mehr Gezocke, als dass wir kontrolliert handeln. Genau das Gleiche gilt eben für jede Marktphase, die hier auch abgebildet ist. Also wenn wir einmal dann in dem Aufwärtsschwung sind und aber noch auf gar keinen Widerstand getroffen haben, um vielleicht die Korrektur zu handeln, sondern wir befinden uns vielleicht hier, dann können wir ja auch nicht wirklich einsteigen, weil wir nicht wissen, wie weit der Markt denn laufen wird. Es ist eben nur sehr wahrscheinlich, dass er bis zum nächsten Widerstand laufen wird. Aber wir sollten halt niemals blind einsteigen. Und wir sollten eben immer nur dann einsteigen, wenn wir wissen, okay, wir befinden uns jetzt gerade an einem Widerstand oder wir haben jetzt gerade eine Situation, wo es überkauft ist
oder unterverkauft ist. Und umso bessere Kriterien wir haben, umso besser ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unseren Trades in den Gewinn laufen werden. Und ich habe für Sie auch nochmal ein paar wichtige Punkte aufgeschrieben. Und zwar, abgesehen davon, dass wir ja nicht zu jeder Zeit in den Markt einsteigen können, haben wir auch noch die Probleme, dass wenn wir beispielsweise hauptberuflich anderswo noch unterwegs sind, ja, und dann kommen wir nach der Arbeit nach Hause auf den späten Nachmittag, erst dann haben wir ja die Zeit, um zu handeln und um in den Markt hineinzuschauen. Und das Problem ist, der Markt bewegt sich ja und wir können davon partizipieren, aber wir können ja nicht sagen, so, jetzt sind wir fertig, lieber Markt, jetzt beweg dich mal. Das wird er von alleine eben nicht tun. Von daher laufen wir dann auch die Gefahr, dass wir eben vielleicht Zeichen sehen oder Signale sehen, wo gar keine Signale sind und Positionen eingehen, die eben sehr schlecht kalkuliert sind und gar keine guten Trade-Möglichkeiten darstellen. Ein weiteres Problem ist auch, dass viele Trader sehr eingeschossen sind auf ihre Assets, die sie immer und immer wieder handeln. Das mag für einige Leute funktionieren, vor allem für die, die den ganzen Tag Zeit haben. Aber wie gesagt, wenn wir den DAX eben abends anfangen zu handeln, dann wird dort nicht viel für uns übrig bleiben. Also wir werden nicht die Volatilität haben, die wir brauchen. Der Markt muss sich ja natürlich immer bewegen, damit wir von der Bewegung partizipieren können. Wenn wir einsteigen, der Markt bewegt sich nicht, dann verdienen wir natürlich auch kein Geld daran. Und um dieses Problem zu lösen, gibt es eben eine, oder also gibt es Marktscreening-Software, zum Beispiel eben der Vogelscreener, welcher den kompletten Markt überwacht für Sie. Und Sie können die Software mit Kriterien füttern. Sie können eben sagen, zeig mir mal alle Assets an, die eben stark überkauft sind, die sehr viele Prozent Return heute gemacht haben, sodass man das Ganze dann vielleicht shorten kann. Oder zeig mir mal an, alle Assets, die sich an einem Widerstand befinden, damit Sie eben nicht darauf warten müssen, bis der Markt das gemacht hat in Ihrem Asset, sondern Sie gehen dahin und sagen, Sie wollen sich eben genau die Situation jetzt marktweit anzeigen lassen. Und das funktioniert dann natürlich auch zu jeder Zeit. Also Sie finden ja Assets, die Sie normalerweise gar nicht auf dem Schirm haben, weil Sie dort einfach gar nicht daran denken, den US-Dollar, mexikanischen Peso zu handeln. Da schauen Sie vielleicht gar nicht rein. Es sind ja auch viel zu viele Assets, dass man gar nicht alles überwachen kann. Macht ja eben nur Sinn. Aber wenn dieses Asset gerade eben zu Ihrer Feierabendzeit oder Ihrer Tradingzeit heiß ist, dann wollen Sie ja genau das handeln. Sie wollen ja das handeln, was heiß ist und nicht das, was die meisten Leute einfach handeln, weil es beliebt ist. Ich habe hier ein Beispiel, bevor ich Ihnen gleich mal den Forex Screener live zeige, habe ich hier mal noch zwei, drei Folien vorbereitet, wo wir eben den Screener mit echten Ergebnissen sehen. Ja. Und zwar im ersten Screenshot haben wir hier ein Gap Trade, den wir hier gefunden haben. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber da gibt es hier einen Einstieg. Hier ist eine gestrichelte Linie und hier ist der Ausstieg. Kurz zum Hintergrund. Gap Trading, der Markt macht Gaps, wenn er schließt. Also wenn der Markt beispielsweise an einem Donnerstag hier schließen würde, dann macht er nicht unbedingt am Freitag hier wieder auf und öffnet an einer anderen Stelle, in diesem Beispiel eben hier. Und das ist eine, ja, ich sag mal, beliebte Strategie, die Gap so zu handeln und darauf zu spekulieren, dass der Kurs die Lücke eben wieder schließen wird, also hier. Und das hat in dem Fall auch ganz gut geklappt. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, dass Sie vielleicht jeden Tag, also Sie wollen angenommen jetzt diese Strategie handeln
Und da müssen Sie ja jeden Tag zur Markteröffnung alle Aktien, CFDs oder normale Aktien durchgehen und gucken, hat die Aktie jetzt eine Lücke gemacht? Ist die Lücke denn auch groß genug? Weil es kann ja eben auch sein, dass es einfach eine sehr kleine Lücke ist und der Markt hier schon geöffnet hat und dementsprechend zugeht. Daran verdienen Sie ja eben auch nichts, sondern Sie wollen ja eben eine große Lücke haben. Und dementsprechend, ja, handeln. Und das finden Sie zum Beispiel automatisiert mit dem Forex-Screener. Das sind ein paar Mausklicks, da können Sie sich alle Assets heraussuchen, die über Nacht im Falle der Aktien oder übers Wochenende im Falle von normalen Forex-CFDs eine Gap gemacht haben und können die dann eben zur Markteröffnung handeln. Dann habe ich immer noch ein anderes Beispiel, was Sie zum Beispiel auch finden können. Das ist ja eben eine normale, bekannte Strategie, werden einige von Ihnen bestimmt kennen, die Fibonacci-Zahlen zu handeln. Wenn man eben eine Bewegung hat vom Tief zum Hoch, wird dann das Fibonacci-Band so gezogen, angelegt und man geht davon aus, dass der Markt korrigieren wird. Und eine oft angelaufene Zahl ist dann eben diese 38,2%. Und hier in diesem Bereich wäre es natürlich dann vorteilhaft, wenn Sie einschalten und ich sag mal, Sie wollen jetzt handeln und Sie sagen, lieber Forex-Screener, zeig mir mal alle Assets an, die sich gerade in der Nähe eines 38er Fibonacci-Levels befinden. Und das ist keine Hexerei, das kann die Software. Dann würden Sie in diesem Beispiel genau hier den Chart öffnen und gucken sich das Chartbild an und sehen dementsprechend, okay, wir sind jetzt hier in einer Korrektur und können sich entscheiden, ob Sie einsteigen werden in die übergeordnete Trendrichtung. Dann habe ich noch ein letztes Beispiel. Das werde ich vielleicht mal kurz überspringen, da es sonst ein bisschen zu lange geht. Ich habe hier eine kleine Übersichtsfolie für Sie als letzte Folie, bevor wir in den Screener reingehen werden, um mal kurz ein paar Setup-Möglichkeiten aufzulisten, die, ich sag mal, ja, die man als Trader so kennt und die Sie auch mit dem Forex-Screener handeln können, also als Kriterium heraussuchen können. Zum Beispiel können Sie dann eben mit der Software sagen, zeig mir mal alle Assets an, die einen RSI-Wert von Größe 80 haben. Damit sagen Sie am Endeffekt aus, der Markt ist überkauft. Ja? Dann können Sie sowas sagen wie, zeig mir mal alle Assets an, die mit dem Kurs dicht an einer Preismarke sind. Also der Euro-US-Dollar soll zum Beispiel bei 1,13 sein. An diesen runden Marken, die sind oft als Widerstände, haben eine Wirkung als Widerstand und prallen dann eben daran ab. Dann hatten wir das Beispiel mit der Gap, hatten wir ja schon gehabt, für ja, einige von Ihnen sind vielleicht auch die SMA Crosses interessant, wenn sich SMAs gecrossed haben, dass Sie dann einsteigen wollen. Dann gibt es eben auch noch sowas wie Pivotpunkte und ja, ich sag mal und. Also es gibt jede Menge von Setups, die Sie mit dem Forex-Screener handeln können. Und ich würde Ihnen das gerne mal zeigen, was es da noch so als Möglichkeit gibt. Denn das hier ist nur eine kleine Übersicht von dem, was so möglich ist. Und genau, den gehen wir mal hier in den Forex-Screener hinein. So sieht die Software aus. Und ich würde sie an der Stelle mal kurz vorstellen. Und zwar wirkt es vielleicht ja, auf dem ersten Blick ein bisschen unübersichtlich, weil sie hier so viele Felder haben und hier eben so viele Felder haben. Das sind an der Stelle Filter. Also jedes Element, was so aussieht, ist ein Filter. Und mit so einem Filter haben Sie die Möglichkeit, Kriterien in den Markt zu geben. Also hier haben wir zum Beispiel den Filter über oder unter Bollinger Bänder. Und wenn Sie den Filter aufklappen, dann bekommen Sie hier die Option, sich etwas anzeigen zu lassen. Und da können Sie sagen, Sie wollen sich eben alles anzeigen lassen, alle Assets anzeigen lassen, die sich über den Bollinger Bändern befinden, beziehungsweise über den Bollinger Bändern
geschlossen haben. Und wenn Sie dann diese Auswahl getroffen haben, dann sehen Sie, der Filter ist aktiv. Dann können Sie nach unten scrollen und hier kommen Sie eben in den Ergebnisbereich. Hier sieht man schon, der Vogelscreener hat für Sie 223 Ergebnisse gefunden, wo das der Fall ist. Und dann können Sie eben einfach mal das Ganze öffnen, den MetaTrader, und sehen dann, dass die zuletzt abgeschlossene Kerze sich außerhalb des Bollinger Bandes befindet. Und das wäre jetzt so ein Setup. Da handeln eben relativ viele mit. Ich habe auch in meiner Karriere als Handelssystementwickler eben gesehen, viele haben einfach die Strategie, wenn der Kurs oder die Kerze über den Bollinger Band schließt, dann möchte ich gerne Short einsteigen. Das mag an der einen oder anderen Stelle natürlich auch funktionieren, dass man blind einsteigen kann, zum Beispiel jetzt hier, ne? Dass man dann einfach Short geht. Aber man muss, oder ich kann aus meiner Erfahrung sagen, man sollte das so blind natürlich nicht tun, weil es kann eben auch immer dazu führen, wie zum Beispiel hier, dass der Kurs zwar über den Bollinger Bändern schließt, aber dann eben noch ein bisschen weiter nach oben geht, ne? Und das ist dann eben ja so ein bisschen Gezocke. Der Ansatz an sich ist aber nicht schlecht. Man sollte eben nur schauen, dass man vielleicht das Ganze so kombinieren kann, dass man in der Vergangenheit guckt, wo ist denn hier zum Beispiel ein Widerstand? Ja? Und wenn wir jetzt nach Assets gescreent haben, die sich über dem Bollinger Band befinden und das zum Beispiel hier jetzt so der Fall gewesen wäre, dann könnte man in dem Beispiel, also die Chancen dafür, dass der Markt dann eben in Richtung Short geht, sind natürlich viel höher, als wenn zufallsmäßig der Kurs einfach über den Bollinger Bändern geschlossen hat. Genau. Das Ganze war jetzt mal ein Beispiel, was ich Ihnen so mal zeigen wollte. Die Vorgehensweise mit dem Vogelscreener zu erklären. Und ich kann hier an der Stelle auch noch auf ja, weitere Filter eingehen und ich würde mal kurz ein paar meiner Lieblingsfilter vorstellen, um Ihnen das Ganze mal, um Ihnen einfach mal die Möglichkeiten zu zeigen, was Sie denn so finden können, wenn Sie diese Screening-Software nutzen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Gruppenelement. Gruppenelemente können Sie einfach aufklappen, indem Sie da aufklicken und innerhalb einer Gruppe finden Sie weitere Filter. Und hier haben wir zum Beispiel das Gruppenelement Kerzen in Folge. Darin enthalten sind eben die Filter grüne Kerzen in Folge und der rote Kerzen in Folge Filter. Dann können wir das Ganze mal anklicken und als Option uns aussuchen, lieber Vogelscreener, zeig mir bitte alle Symbole an, die mindestens 6 grüne Kerzen in Folge gemacht haben oder aktuell im Chart haben. Und dann sieht man hier schon, wir haben jetzt 32 Ergebnisse gefunden. Ja? Und in den Ergebnissen, wie sie dargestellt werden, das ist auch nochmal ganz interessant zu sehen. Sie haben hier nämlich, ja, ich sag mal so Kacheln. Und eine Kachel ist dann ein so ein Ergebnis. Da haben Sie auch die Möglichkeit, sich das Ganze auf verschiedenen Zeitintervallen anzusehen. Also Sie haben die ganzen Charts, um das Ganze für sich nochmal manuell grob zu scannen oder charttechnisch grob zu analysieren. Die Möglichkeit, sich das hier auf der Webseite schon anzusehen. Und was Sie hier vielleicht noch als Option haben, ist natürlich mal zu schauen, wie ist denn hier. Ja, das sieht man jetzt nicht, weil man, sobald ich mit der Maus drüber bin, dann sagt er mir quasi, dass ich es eröffnen kann. Aber ich zeige das mal hier nochmal kurz an. Auf der Spalte, ne, da sieht man eben den Ask-Kurs und darunter sieht man die Tagesveränderung. Dann hat man hier oben eine Anzeige mit dem Symbolnamen. Das ist eben der japanische Index jetzt, JP225. Und daneben auch das Zeitintervall H4. Auf dem jetzt mindestens 6 grüne Kerzen in Folge gefunden wurden. Und dann haben wir darunter eben noch die Kategorie mit dem Index und der ausgeschriebene Symbolname. Darunter finden wir dann
die prozentuale Veränderung in der Woche. Also das ist dann wirklich die Wochenkerze. Und in der rechten Spalte finden wir dann nochmal den aktuellen Bitkurs und die aktuelle Monatsveränderung. Diese Werte, die finden Sie immer. Und was sich dennoch immer verändert, ist der Wert hier unten, den ich gerade mal eingekreist habe. Weil dieser Wert ist abhängig davon, was Sie mit den Filtern ausgesucht haben. Wir haben, falls Sie sich gerade erinnern, oder ich kann es Ihnen dann nochmal zeigen, den grüne Kerzen im Folgefilter ausgesucht. Und hier sehen Sie jetzt, dass in dem Beispiel mit dem JP-Index 12 grüne Kerzen in Folge gefunden wurden. Wir haben ja 6 zusammen ausgesucht. 6 ist aber die Mindestvorgabe. Und der Screener, der ist eben so intelligent, dass er schon die Ergebnisse für Sie sortiert. Also das Symbol mit den meisten grünen Kerzen in Folge, das steht eben an erster Stelle. Und danach geht es dann bergab. Das zweite Ergebnis hat eben nur noch 10 grüne Kerzen in Folge. Sieht man dann hier. Und die danach haben auch alle 10 grüne Kerzen in Folge. Und dann kann man eben drunter scrollen und sieht, dass die Werte, die nehmen immer ab. Dann sind wir jetzt hier schon noch bei 9. Wir haben insgesamt 3 Seiten und das Ganze wird runtergehen bis 6, weil 6 war unsere Mindestanforderung. Und wenn wir jetzt mal uns das Ganze im Chart angucken wollen, dann sehen wir hier, dass sich der JP quasi geöffnet hat für uns. Und wir sehen auch, die Anzahl der grünen Kerzen wird schon eingezeichnet. Also wir haben jetzt hier 12 grüne Kerzen in Folge. Und wie ich jetzt als Trader hervorgehen würde, ist, ich würde wieder gucken, ob im höheren Zeitintervall zum Beispiel schon mal ein Widerstand hier zu finden war. Das ist hier jetzt so gerade nicht der Fall. Man kann vielleicht auch anhand wie die Candles jetzt eben aufgebaut sind, schon mal erkennen, dass sich hier ja, so eine Art Widerstand gebildet hat und der Preis jetzt hier zumindest nicht so einfach nach oben gehen wird. Ja. Jetzt muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das jetzt hier schon genug ist, um eine Short-Position einzugehen. Ich bin natürlich mehr so der Fan, ich warte auf eindeutigere Signale und die gucke ich mir dann so auf kleineren Zeitintervallen an. Also wir haben auf dem H4-Zeitintervall zumindest schon mal die Information, der Markt ist schon ziemlich überkauft. Also 12 grüne Kerzen in Folge auf der 4-Stunden-Zeitbasis ist schon ziemlich viel. Man sieht dann eben auch, vom Markt ist das anscheinend auch eine Menge. Und ich würde mir dann auf einem kleineren Zeitintervall mal angucken, ob man hier noch einen guten Einstieg ja, machen kann. Und ich würde vielleicht an der Stelle einfach mal warten, bis das letzte Tief hier sogar noch unterschritten wird und der Markt eventuell runter geclosed hat. Beziehungsweise könnte es ja auch passieren, dass der Markt weiter nach unten fällt und sich hier so eine Art Widerstand ausbauen wird. Also man hat hier jetzt schon mehrere Anlaufpunkte und dort, wo ich jetzt die Linie gezogen habe, das ist wahrscheinlich nur so ein kleiner Widerstand, der eventuell dann, falls der Markt sich für die Short-Richtung entscheidet, von unten nochmal natürlich getestet wird. So. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen kann, das ist eben die Kombination von mehreren Filtern. Weil damit sage ich ja quasi aus, ich gebe nicht nur ein Kriterium in den Markt, sondern ich gebe mehrere Kriterien in den Markt hinein. Und mein erstes Kriterium wird sein, ich möchte mir alle Symbole anzeigen lassen, die einen RSI-Wert von größer 70 haben. Und als zweites Kriterium möchte ich mir anzeigen lassen, alle Symbole, die sich dicht an einer Preismarke befinden. Und hier haben wir den Distanz zur nächsten Preismarkenfilter. Das Ganze wird prozentual dargestellt. Also da können wir sagen, die Distanz soll kleiner sein als 0,1%. Und diese prozentuale Zahl bezieht sich eben auf den aktuellen Kurswert. Dann können wir das Ganze anklicken.
Und dann schauen wir mal in den Ergebnissen rein. Es ist sogar noch eine Menge, was hier angezeigt wird. Könnte man vielleicht sogar noch mal ja, weiter noch mehr filtern, noch härter filtern. Also sagen, vielleicht nehmen wir sogar ein RSI von Größe 80. Jedes Beispiel, das kennen wir jetzt sogar schon. Von daher gehe ich doch noch mal runter auf die 70. Und dann gucken wir uns mal den GBP Neuseeland Dollar an auf M15. Und man sieht hier jetzt schon an der Stelle die Preismarke, die wurde jetzt hier eingezeichnet als dunkelblaue Linie. Und der Markt, der kommt jetzt hier so langsam ins Strauchen. Also man kann es oft so beobachten, dass der Kurs anhand von so einer Preismarke ja abprallt, weil es eben so ein Widerstand ist. Und das ist eben genau das, was ich Ihnen versuche zu vermitteln. Also Sie sollten immer eine Kombination finden, wo der Markt auf einen Widerstand trifft und das am besten mit einem hohen Momentum. Und das hohe Momentum haben wir eben mit dem RSI. Der sagt uns, der RSI ist eben größer als 70. Das ist schon nicht wenig. Und jetzt trifft der Markt eben noch gleichzeitig auf so einen Widerstand. Und man kann anhand der anderen Preismarke hier, das ist die 1,92, kann man eben erkennen, da ist der Markt jetzt zum Beispiel schon mal abgeprallt. Hier ist der Markt auch schon mal abgeprallt. Und wenn man in der Vergangenheit mal schaut, dann sieht man das wahrscheinlich, ja, hier kann man das perfekt sehen. Ne? Hier ist der Markt abgeprallt, da ist der Markt abgeprallt, hier ist er abgeprallt. So, das sagt uns quasi, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Short-Einstieg finden werden, die ist sehr hoch. Und wie ich jetzt vorgehen würde, ich würde quasi schon noch mal warten. Naja, beziehungsweise eventuell könnte man hier sogar schon Short einsteigen und ich würde meinen Stop eventuell über dem letzten High positionieren. Und dann würde ich mal schauen, ob man hier vielleicht noch was finden kann, was auf einen Widerstand trifft in Kombination mit einer Fibonacci-Zahl und würde dann eventuell mein Take Profit oder also nicht den Take Profit setzen, aber wo ich quasi meine Augen aufhalten würde, ist dann quasi so in dem Bereich hier, ne? Weil es dann eben einfach gerade eine Korrektur sein kann. Also der Markt muss jetzt gerade nicht den Trend wechseln, sozusagen, den aktuellen Trend, den er hat, sondern er kann ja eben nach unten korrigieren, um dann weiter nach oben zu fahren. Aber da wir jetzt so auf dem M15-Zeitintervall unterwegs sind, suchen wir jetzt keine Position, die wir über mehrere Tage und Wochen halten. Das ist ja ein bisschen unrealistisch, sondern wir suchen eher was wir vielleicht am gleichen Tag oder innerhalb von 24 Stunden auflösen können. Vielleicht auch noch viel früher. Und das wäre jetzt zum Beispiel schon mal eine gute Trade-Möglichkeit, ja, wo man einen Einstieg haben kann mit einer guten Wahrscheinlichkeit. So, dann würde ich Ihnen nochmal ein sehr cooles Feature zeigen. Und zwar gibt es Manuel, die Möglichkeit, ja bitte. möchtest du die Fragen am Ende bearbeiten oder jetzt kurz dazwischen kurz bearbeiten, weil das auch direkt zu dem letzten Beispiel zum Beispiel eine Frage reinkam? Ja, danke für die Erinnerung. Ich würde hier jetzt zwischendurch natürlich mal darauf eingehen. Die Fragen natürlich komplett vergessen. Deswegen gehe ich jetzt mal zwischendurch alles durch. Und wenn Sie Fragen haben, posten Sie sie gerne jederzeit. Vielleicht ist es ja jetzt gerade auch passend. Dann werde ich jetzt erstmal alles abarbeiten an Fragen. So, hier ist eine Frage, auf welcher Zeiteinheit der Fibo gezeichnet war. Also der Fibonacci, den Sie vorhin gesehen haben, ich kann dann nochmal kurz die Folie aufmachen. Genau. Da sehen Sie eben anhand der gestrichelten Linie, dass das eine Zeitperiode ist und eine Zeitperiode im Sinne von einem Tag.
Also das ist jetzt wahrscheinlich M15 oder sowas gewesen oder M5 als Kerzenzeiteinheit. Und der Fibonacci, der wird von dem Foolscreener automatisch immer vom Low des Vortages oder des aktuellen Tages, also da haben wir für beides Bilder zur Auswahl, wird es quasi von dem Low gezogen zum High. Und das Ganze erstreckt sich, wie gesagt, in diesem Beispiel vom Vortagstief zum Vortagshoch. Dann kam ja einmal die Frage, was ein Peak Warrior ist. Und da möchte ich mal kurz darauf eingehen. Kleine Vorabinformation. An den Filtern finden Sie solche Informationsbuttons. Und wenn Sie darauf klicken, dann kommen Sie auf eine Seite, wo Sie ein Video genau zu diesem Filter finden. Also wir haben oder wir arbeiten daran, dass wir alle Filter erklären. Und falls Sie einmal nicht wissen, was Sie mit einem Filter anfangen können, also wir geben teilweise auch Informationen, nicht nur was der Filter macht, sondern wie man ihn eventuell auch sinnvoll benutzen kann in Ihrem Trading, dann klicken Sie einfach auf den Button und schauen Sie sich das Video an. Das ist dann eben so ein 1, 2 bis 3 Minuten Video, also Informationen kurz gehalten. Im Falle des Peak Warriors gibt es, glaube ich, noch gar kein Video dazu. Das ist auch ein Filter von ja, unserem Partner Orkan Kuyas, mit dem wir die Filter eben zusammen entwickelt haben. Und das sieht man eben daran an der Farbe, dass sie sich so ein bisschen abhebt von dem, was man sonst findet. Normalerweise sind die Filter ja in dieser Türkisfarbe und in dem Fall ist der Peak Warrior so roséfarben. Ich habe das Ganze jetzt mal ausgewählt und der Peak Warrior Filter, der Intervall D1, also Tagescandles. Deswegen habe ich das jetzt mal zusätzlich ausgewählt und wir schauen mal, ob der Filter so jetzt funktionieren wird. Ich klicke jetzt mal ein beliebiges Asset an. Ich muss jetzt hier mal manuell noch die Bollinger Bänder mit hinzufügen, da das Ganze gerade nicht mit eingezeichnet wird, weil dieser Filter eben auf Bollinger Bändern basiert. Schauen wir mal. Genau. Ja, man sieht es jetzt in dem Beispiel. Ich sage, ja, man sieht es nicht so deutlich, aber ich erkläre Ihnen mal, was es das heißt. Der Peak Warrior Filter, der guckt sich eben die letzt abgeschlossene Tagescandle an. Und das Kriterium ist, die Kerze muss komplett außerhalb des Bollinger Bandes liegen. Also in dem Beispiel sieht man es vielleicht nicht ganz so gut, weil es eine knappe Geschichte ist. Aber der Eröffnungskurs, der ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ja entweder ganz genau drauf oder eben drüber. Ich gucke jetzt mal, genau, man kann es eben in dem Datenfenster vielleicht sehen. Der Open-Kurs, der liegt eben bei 11,025 und das obere Bollinger Band liegt bei 11,0207. Also das Bollinger Band liegt quasi unter dem Open. Der Close liegt sowieso drüber. Und Sie finden mit dem Filter alle Symbole, die auf dem Tageszeitintervall eine Kerze haben, die komplett außerhalb dem Bollinger Band liegt. Kann in dem Fall eben eine knappe Geschichte sein, aber manchmal haben Sie dann auch Beispiele, wo die Tageskerze einfach mega explodiert ist und komplett außerhalb liegt. Also liegt ja jetzt auch außerhalb, aber wo das Ganze eben noch deutlicher ersichtlich ist. Und dementsprechend, ja, können Sie dann halt mal schauen, wie Sie das Ganze für sich verwenden werden. Dazu findet man unter Google auch einige Informationen, wie Sie dieses Pattern eben traden können. Ich persönlich nutze dieses Pattern eher weniger, also eigentlich trade ich damit gar nicht. Aber ich habe ja eben in dem Forex-Screener auch nicht nur Filter, nach denen ich trade, sondern das Ganze ist ja auch so ein Community-Projekt. Und bei dem Peak Warrior-Filter, da war die Nachfrage eben hoch genug, dass wir gesagt haben, wir bauen das Ganze als Filter mit ein. Und auch für Sie nochmal als Information,
Falls es Ihnen an irgendwelchen Filtern fehlt, dann können Sie einfach uns per E-Mail benachrichtigen, sagen, Sie möchten gerne einen Filter, der so und so funktioniert. Und wenn entsprechend die Nachfrage nach dem Filter sehr hoch ist, also unabhängig davon Leute nach dem gleichen Filter fragen, dann werden wir den natürlich auch umsetzen, weil wir die Trader ja eben ja, dazu animieren wollen, mit dem Forex Screener ihre Trading Setups am Markt zu finden. Dann würde ich mal schauen, was die nächste Frage ist. Tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen abgeschweift bin. Aber genau, hier haben wir nochmal einen Kommentar. Es wäre noch cool, wenn man auch die früheren Listenformen wieder hätte bei den Ergebnissen. Ja, und das ist genau eben so ein Fall für die, also wir hatten den Forex Screener Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres redesigned, die Oberfläche. Für die, die noch nicht dabei waren, da hatten wir die Ergebnisse eben in so einer Tabellenform gehabt. Das war meiner Meinung nach ein bisschen unübersichtlich. Also ich glaube, wenn man, ja, wenn man sehr intuit ist, dann ist es, dann stört einen das nicht. Aber ich glaube, Leute, die so ein bisschen neu in dem Thema sind, die haben damit ihre Probleme, wenn das Ganze nicht so gut nicht so übersichtlich ist. Und deswegen haben wir das Layout entsprechend angepasst. Wir haben nach der Umstellung, ich glaube, nur von zwei Leuten die Bitte erhalten, dass wir die Tabelle wieder einfügen sollen. Und das ist, ja, ich sag mal, das ist zu wenig Nachfrage. Also wenn jetzt sehr viele Leute auf uns zukommen würden und sagen, wir wollen die als Tabelle wieder haben, dann würden wir nochmal eine Layout-Alternative mit implementieren. Aber aktuell, also für zwei Leute, da ist uns die Nachfrage nicht groß genug. Tut uns auch leid an der Stelle, aber ist ja nicht für die Zukunft komplett ausgeschlossen. Also vielleicht kommen wir auch irgendwann nochmal zur Tabelle zurück und Sie können das parallel dann zu dem aktuellen Kachel-Layout mit nutzen. Dann haben wir die Frage, was ist eine Preismarke? Wie ist sie definiert? Okay, dann würde ich mal kurz den Filter aktivieren. Ich muss mal suchen. Distanz zur nächsten Preismarke. Und bei dem Preismarkenfilter als zusätzliche Information, die Screening-Ergebnisse, die sind immer eine Kombination aus dem Zeitintervall und dem Asset. Das heißt quasi, der Screener guckt halt nicht nur für, ob das Symbol allgemein an dieser Preismarke gerade dran ist, sondern es guckt auch, ob nur dieses Zeitintervall an der Preismarke ist, beziehungsweise ob das Kriterium dafür erfüllt wird. Deswegen haben Sie bei manchen Filtern eben dieses Phänomen, dass Sie das für das gleiche Symbol hier unterschiedliche Zeitintervalle noch zusätzlich aufgelistet haben. Wenn Sie das umgehen wollen, was auf jeden Fall Sinn macht, dann können Sie oben den Zeitintervallfilter nutzen und Ihr Lieblings- oder Ihr bevorzugtes Zeitintervall einfach einstellen. In meinem Fall ist es so M15 oder H1. Und dann sehen Sie eben quasi auf den ausgewählten Zeitintervall Ihre Ergebnisse. Und hier haben wir als, ja, als Ergebnis den Euro-Neuseeland-Dollar, den ich jetzt mal kurz anschauen würde. Genau. So, hier haben wir jetzt eine Preismarke als dunkelblaue Linie eingezeichnet. Und man sieht es am Rand nicht, aber ich kann Ihnen mal kurz vorlesen. Dort steht eine 1,6800. Also das ist quasi so eine runde Marke, 1,68. Und die anderen Preismarken, die werden auch eingezeichnet von dem Forex Screener Add-on. Das würde ich Ihnen im Anschluss noch mal zeigen. Und Sie haben jetzt hier quasi die nächste Preismarke darunter, liegt bei 1,67. So, das Phänomen mit den Preismarken ist eben, dass Sie an solchen runden Marken so einen Widerstand am Markt haben. Das habe ich vorhin eigentlich schon mal erklärt, aber man sieht es hier direkt auf den ersten Blick an der Preismarke, die wurde schon mal von unten getestet. Ja. Dort kommt der Preis eben oder der Kurs von unten und prallt daran ab.
Und das ist der Hintergrund mit diesem Filter. Wenn man eben ein Symbol findet, welches dicht an einer Preismarke liegt, dann kann man davon ausgehen oder dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie von diesem Widerstand abprallen wird. Und das können Sie als Trading-Setup für sich nutzen. Das Ganze können Sie dann natürlich auch kombinieren mit anderen Filtern. Sie können ja auch sagen, ich möchte gerne ein Asset finden, welches dicht an einer Preismarke liegt und welches außerhalb des Bollinger-Bandes liegt. Das heißt quasi, wenn außerhalb des Bollinger-Bandes der Kurs sich befindet, dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass es überkauft oder überverkauft ist und tendenziell dann auch in die andere Richtung geht. Dementsprechend ist es ein ganz gutes Setup, wenn Sie die Preismarke mit einem Momentumsfilter kombinieren. Genau. Dann haben wir noch eine Frage, welche Screening-Parameter sind zu empfehlen, um Setups mit dem Punkt 2 in Trendchart zu handeln? Nach Markttechnik haben wir aktuell noch keine Filter. Die werden später noch kommen. Wir haben aber, was ja so im Bereich der Markttechnik oder Charttechnik liegt, haben wir eben unten eine Sektion mit Pattern-Filter. Die wird zeitnah auch noch weiter befüllt. Wir haben im letzten Seminar, im letzten Webinar schon vorgestellt, unser neuestes Filter, Double Formation oder potenzielle Double Formation, womit Sie eben eine ja, W- oder M-Formation finden oder eben so eine Doppel-Top- oder Doppel-Bottom-Formation finden können. Das Ganze ist, ich sag mal, auch noch in der Optimierungsphase, aber Sie können damit schon ein paar sehr gute Ergebnisse finden. Ich schaue mal, ob man hier was hat. Hier zum Beispiel, genau, hier sieht man eben, kommt der Kurs von unten und hat hier so ein doppeltes Top eben gefunden und erkannt. Und da können Sie eben mal schauen, es gibt hier bei diesem Filter auch keine Sortierung, weil ja, alles, also entweder er hat eben ein doppeltes Top erkannt oder nicht. Und dementsprechend müssen Sie dann einfach mal schauen, ob Sie das ganze Pattern als gut genug erkannt für sich empfinden. Hier ist jetzt zum Beispiel so eine Erkennung, da könnte man noch darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so ein sauberes Doppeltop ist. Also würde ich subjektiv jetzt eher nicht sagen. Aber da sind wir auch noch ein bisschen in der Optimierungsphase. Das ist auch nicht so einfach, diese Chart-Patterns ja, einfach automatisch zu erkennen. Aber dennoch haben wir sehr gute Ergebnisse dabei. Zusätzlich ist es ja auch so, wenn wir ein doppeltes Top oder einen doppelten Boden haben, dann ist es manchmal auch schon zu spät, wenn man das erkannt hat. Also manchmal ist der Kurs dann auch schon so weit, dass es sich gar nicht mehr lohnt, einzusteigen. Deswegen haben wir einen coolen Filter mit dabei, der nennt sich potenzielle Double-Formation. Entschuldigung. Und in diesem Beispiel, nehmen wir mal das, da haben Sie eben so eine, ja, ich sag mal so W-Formation, die gerade noch, oder M-Formation, die gerade noch im Ausbau ist. Also Sie erkennen es dann nicht, wenn es schon zu spät ist, quasi hier, sondern Sie erkennen es eben an diesem Punkt, wenn es noch relativ weit oben ist. Und hier würde ich das mal noch eben mit dazu zählen. Und hier können Sie einfach mal durchschauen, ob Sie, hier haben wir noch ein sehr gutes Beispiel. Das sieht sehr sauber aus. Genau. Hier haben wir ein potenzielles doppeltes Top, welches gerade im Ausbau noch ist, was wir eben hier oben erkennen und wo man sich mal überlegen kann, ob man hier oben Short gehen kann, weil eben dieser Widerstand jetzt zum zweiten Mal schon getestet wird oder ob man da jetzt abwarten tut. Aber wir wollen, also Hintergrund ist einfach, wir wollen nicht erst hier unten einsteigen, sondern eventuell schon spekulativ oben die ganze Bewegung mitnehmen. Und das ist der große Unterschied zum normalen Double Formation Filter.
Genau, jetzt bin ich von der Frage auch ein bisschen abgedriftet. Tut mir leid. Ich wollte Ihnen ja eine gute Alternative geben, aber Markttechnikfilter kommen auf jeden Fall auch noch rein. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, wann. Also nächste Woche wird es nicht sein, aber das ist schon sehr wahrscheinlich, dass es jetzt noch zum Ende Q1 noch implementiert wird. Also da können Sie auf jeden Fall gespannt bleiben. Dann haben Nur eine kurze wir. Info. Nur eine kurze Info. Ja. Wir müssen nicht pünktlich um 19 Uhr Schluss machen, ne? Also mach dir deswegen keine Sorgen, kannst du gerne auch etwas überziehen, ne? Oh, vielen Dank, also. Freut mich, wenn du für mich Überstunden machst. Genau, dann gehe ich mal noch die Fragen natürlich alle durch. Und die nächste Frage ist: Kann man eine andere Zeiteinheit einstellen im FIBO? Das kann man leider nicht. Ich kann Ihnen mal kurz die FIBO-Filter auch zeigen. Die können Sie oben mit der Suche, wir haben hier so ein Suchfeld, da können Sie all mögliche Begriffe eingeben, also sowas wie Gap, Preismarke, auch PIVOT-Punkte, SMA, alles, was Ihnen einfällt. Und dann können Sie schauen, ob Sie hier Ergebnisse bekommen zu den Filtern, damit Sie diese auswählen können. Und hier haben wir quasi jeweils eine Gruppe mit Fibonacci-Filtern. Und wie Sie es schon selber lesen können, wird hier quasi in Klammern immer gezeigt, in welchem Bezug das Fibonacci-Band angewandt wird. Hier haben wir quasi das Fibonacci, das auf den heutigen Tag projiziert wird. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man noch nicht, also wenn es nicht in der Frühe eines Tages ist, ne? Wenn wir jetzt um 8 Uhr morgens haben, dann brauche ich mir natürlich kein Fibonacci-Band über den heutigen Tag zu ziehen, weil dann ist es ja überhaupt nicht aussagekräftig. Aber vielmehr aussagekräftig wäre es dann, wenn ich eben das Fibonacci-Band von gestern nehmen würde. Ich kann ja mal gucken, ob wir hier ein Ergebnis eventuell finden. Hier ist es auch eben wieder so ein Filter, wo man einen Zeitintervall mit zusätzlich einstellen kann oder muss. Genau, ich schaue mal. Oh, ich glaube, hier ist gerade was fehlgeschlagen. Ach so, ich habe ja den Filter deaktiviert. So, ich nehme jetzt mal per Zufallsprinzip. Genau. Ja, das ist jetzt auch kein schönes Beispiel. Bei den Fibonaccis muss man sich mal ein bisschen durchklicken, aber ich kann dir mal das Prinzip eben zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir jetzt den Fall, hier geht der Tag eben los heute, gestrichelte Linie, und hier haben wir das Tagestief, hier haben wir das Tageshoch. Fibonacci-Band wird eben angewandt und fällt jetzt hier runter. Der aktuelle Kurs, es wird jetzt immer auf den aktuellen Bitkurs geguckt, der ist eben zum Screening-Zeitpunkt hier sehr dicht an dieser 38 gewesen. Jetzt wollen wir uns natürlich nur Assets angucken, die im besten Falle so einen Kursverlauf haben. So, damit wir dann eben wissen, ah, okay, der ist jetzt gerade an diesem ja, relativen Widerstand eben angekommen, damit er eventuell dann die Richtung fortsetzt. Das haben wir in diesem Beispiel jetzt nicht gefunden. Wir haben jetzt willkürlich ein Symbol gefunden, was eben in der Nähe von dem 38er-Level ist. Damit Sie so einen Optimalfall finden, müssen Sie eben den Filter mit den Fibonaccis nutzen. Und dann schauen Sie eben mal, Sie können zusätzlich beispielsweise auch die Tagesveränderungen noch mit reinnehmen. Da haben wir hier die Gruppe prozentuale Veränderung. Da können Sie sowas aussuchen wie die Tagesveränderung, also von heute. Die sollen mindestens, ja, sagen wir mal, 2% gemacht haben. Also der Kurs soll 2% heute gestiegen sein. Und dann haben Sie eben zum Beispiel dann eben Ergebnisse, wo der Kurs 2% schon gemacht hat. Ja. Und dann eben diesen Abfall hat und zusätzlich dann an dem 38er-Level sich gerade befindet. Weil dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nicht zwischendurch schon mal heruntergefallen ist. Und das ist eben der große Unterschied.
Dieses Fibonacci, der Fibonacci-Filter, der ist auch so ein bisschen für Fortgeschrittene. Da können Sie, also das ist kein Filter, den Sie nutzen und sofort erfolgreiche Ergebnisse haben, sondern den müssen Sie erstmal so ein bisschen verstehen. Und umso öfter Sie diesen nutzen, umso, ja, umso bessere Ergebnisse werden Sie dann natürlich auch haben. Aber falls Sie dazu noch Fragen haben, können Sie auch jederzeit unseren Support anschreiben und dann geben wir Ihnen auch zusätzliche Informationen. Das ist natürlich kein Problem. So, dann schauen wir mal. Gibt es irgendwann auch mal die Möglichkeit, die aktuelle Kerze zu selektieren und nicht nur die letzte Kerze? Ja, das Ganze, das ist abhängig von dem Filter. Es hat einfach folgenden Hintergrund. Also nehmen wir uns mal als Beispiel den RSI-Filter. Dort macht es eben nicht so viel Sinn aus meiner Sicht, die aktuelle noch offene Kerze zu begutachten, weil wenn wir uns das Ganze zum Beispiel auf M1 angucken und wir haben jetzt so einen krassen Push nach oben, so einen richtigen Peak in M1, dann mag aktuell eben der RSI unser Kriterium erfüllen, aber in der Zeit, also gerade auf M1, da kommt es eben auch mal vor, dass so ein Squeeze schnell mal wieder in die andere Richtung geht, nach ein paar Sekunden. Und wenn wir uns das Ganze dann im Chart angucken, dann muss die Gegebenheit schon gar nicht mehr vorhanden sein. Also dann kann es eben sein, dass das Ganze nicht mehr beschädigt ist und Sie werden sich dann fragen, ja, warum wird mir das Ergebnis denn jetzt angezeigt? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Nichtsdestotrotz haben wir aber das Ganze nicht starr auf jeden Filter, ich sag mal, gleich angewandt. Also zum Beispiel der Preismarkenfilter, der schaut eben live, also der aktuelle Kurs, der Bitkurs, ob der sich gerade an der Preismarke befindet oder ob er eben zu weit weg ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch noch einen guten Filter, der wichtig ist, dass es halt nicht auf eine abgeschlossene Kerze gilt. Das ist der Power Candle Filter. Den nehmen wir nicht mal kurz an. Und da schauen wir mal, ob wir ein gutes Ergebnis finden oder nicht. Ja, genau, hier ist zum Beispiel ein sehr cooles Ticker. Und schauen Sie mal. Da haben Sie hier zum Beispiel auch ein sehr starkes Momentum auf M1 und die Kerze ist eben noch nicht abgeschlossen. Also die ist ja noch offen. Abgeschlossen geht die Kerze immer dann erst, wenn eine neue Kerze vorhanden ist. Und wenn Sie eben übergeordnet denken, dann werden Sie einfach feststellen, die Filter, vom Prinzip her ist es immer wieder das gleiche Spiel. Sie haben einen Filter mit einem Widerstand und der Widerstand kann eben sein eine Preismarke, es kann eben sein ein Pivotpunkt, es kann sein ein Vortagshoch. Und Widerstand ist eben Widerstand, ne? Und dann haben Sie zusätzlich eben das Momentumsfilter. Und wenn Sie eben einen Momentumsfilter nicht mögen, der auf abgeschlossene Kerzen funktioniert, da können Sie sich einfach einen anderen Momentumsfilter hineinziehen in Ihr Screening-Kriterium. Bei den Momentumsfiltern, da ist eigentlich so der Kern, wo man sich drüber streiten kann, ob man es auf abgeschlossene Kerzen nutzen möchte oder eben auf die noch nicht abgeschlossenen. Und da haben Sie aber eben eine gewisse Auswahl. Also da können Sie einfach mal für sich durchschauen, welche Momentumsfilter für Sie dennoch gut sind und dann nutzen Sie die einfach. So, hier haben wir nochmal einen Kommentar, dass die Listenfunktion fehlt. Schon mal der zweite Strich für heute. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das wieder rein, die Nachfrage muss schon groß genug sein. Können die Außenstäbe angezeigt werden? Eine Frage. Da haben wir auch einen coolen Filter. Ich klappe mal hier ein bisschen was zu, damit die Übersicht wieder besser wird. Wir haben ja in der Pattern-Filter-Abteilung haben wir einen Filter, der nennt sich Engulfing. Wenn Sie eben nach bullischen Engulfing oder bearish Engulfing finden, das ist ja in der Definition, ja, ein Außenstab. Und aktuell ist es eben im Forex-Signal so definiert, dass die Kerze einmal komplett umschlossen sein muss. Können wir mal schauen, ob wir sowas hier finden.
Genau, in dem Fall ist es vielleicht nicht ganz optimal, weil es die zuletzt abgeschlossene Kerze ist. Also wir haben ja jetzt eingestellt, bullisches Engulfing, ne? Ein Engulfing, ein Außenstab für ein bullisches, als bullisches Pattern. Und wenn wir das Ganze eben heute Morgen ausgewählt hätten, dann hätten wir gesehen, dass die gestrige Kerze hier, die ist eben ein Außenstab im Sinne von höheres Hoch als die Vortagskerze und tieferes Low als die Vortagskerze. Und ja, man sieht eben, also das hätte auf jeden Fall funktioniert heute, ne? Wir hätten jetzt hier eine bullische Bewegung gehabt. Wir können auch mal schauen, genau, es gibt eben auch bearish Engulfings. Mal schauen, ob wir da jetzt auch was finden und uns das mal angucken können. Genau. Der Unterschied zwischen den bullischen und dem bearischen Engulfing ist hier einfach nur, dass die Kerze eine positive oder eine negative Kerze sein muss. Genau. Also ich hoffe mal, dass das Außenstab für Sie genug ist. Und falls Sie da noch weitere Anregungen haben, dann können Sie uns sie, wie gesagt, auch einfach zusenden. Dann gehe ich mal weiter durch die Fragen. Hier noch eine Frage. Findet der Screener Widerstände bzw. Unterstützungen auch unabhängig von einer Preismarke? Und ja, das kann ich Ihnen natürlich mal zeigen. Das hat der Screener auch drauf. Da haben wir zum Beispiel die Distanz zum Pivotpunkten. Ich hoffe mal, dass Sie alle die Pivotpunkte kennen. Die werden in dem Falle von dem Vortag quasi projiziert und geben uns dann quasi die Widerstände für heute vor. Also Widerstände und Unterstützung. Und dann nehme ich mal die Distanz zum Punkt S2. Das soll eben sehr dicht sein an dem Punkt S2. Und dann gucken wir mal, ob wir was Cooles finden. Ich würde gerne einfach mal bei Forex. Das ist einfach mein Steckenpferd. Oh, da findet er gar nichts zu. Nehmen wir Forex aber auf R2. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. So, also man sieht jetzt hier verschiedenfarbige Linien eingezeichnet. Und ich kann auch mal in ein höheres Zeichen dabei gehen. Der Pivotpunkt P, das ist quasi der Durchschnittspunkt von dem Vortag, ne? Und der ist als gelb eingezeichnet. Dann haben wir eben die ganzen Punkte S1 bis S3, drei Linien. Und dann haben wir die Punkte R1, R2 und R3. Also alle eingezeichnet. Und jetzt haben wir eben genau dieses Ding. Man sieht es hier wunderbar, ne? Wir wollten eben einen Widerstand finden. Und als Widerstand wollten wir eben den Punkt R2 nutzen. So, jetzt haben wir den Punkt R2. Der wurde seit heute Morgen, seit hier wurde der schon eingezeichnet. Und schauen Sie mal, bis wohin der Kurs eben heute gelaufen ist, ne? Also wenn Sie vorhin zufällig den Screener angemacht hätten und nach dem Widerstand gesucht hätten, hätten Sie vielleicht genau zu dem Zeitpunkt das gefunden und hätten den Abfall eben handeln können und hätten hier vielleicht noch was mitnehmen können. Hätte man mal schauen können, ob. Genau, da sieht man eben auch wieder am Fibonacci-Level 38. Das ist eben das, woran ich mich auch orientiere, um die Gewinne dann so mitzunehmen oder mal zu schauen, ob da der. Ja, ob man den Trade dort langsam auflösen kann, werden Sie hier schöne 38% mitnehmen können von der Bewegung. Als weiteren Widerstandsfilter, da muss ich selber mal kurz schauen, was wir noch haben. Genau, da haben wir, vielleicht kann man auch den 200er SMA, den kann man, denke ich mal, ganz gut nutzen. Sagen Sie, dass der Kurs eben dicht daran sein soll, wenn er jetzt gerade aus einer Bewegung kommt. Und dann sieht man auch öfter mal, dass der an dem 200er SMA einfach abprallt. Ja.
Dann haben wir als Widerstand haben wir noch die Distanz zum Hoch oder Tief. Da können Sie hier beispielsweise die Distanz zum Vortagshoch oder Vortagstief nutzen. Das ist auch ein super Widerstand. Genau. Dann noch als Widerstand, sehr beliebt auch für die Volume-Trader, ist eben die Distanz zum Point of Control. Da können Sie dann sagen, ja, der Kurs soll aktuell sehr dicht dran sein am heutigen Point of Control oder am gestrigen Point of Control. Und dann haben Sie da auch nochmal einen eventuell sehr guten Widerstand. Genau. Dann schaue ich mal weiter. Genau. Ja, Filterkombinationen, das werden wir heute leider nicht mehr schaffen, aber das würde ich mir dann fürs nächste Mal einfach aufheben, dass ich weniger Theorie am Anfang mache und dann mehr Praxis, also mehr von den Filter-Setups zeige. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Oh, hier war zwischendurch meine Ton weg, tut mir leid. Dann gibt es hier eine Frage, dass die Tageseinheiten nicht angezeigt werden. Das macht man hier einfach per Rechtsklick-Eigenschaften und dann haben Sie hier Periodentrennung, die Sie ein- oder ausschalten können. Das ist also ganz einfach gemacht. Genau. Und hier gibt es noch ein bisschen Input für Filter. Ja, das würde ich mir mal einfach auf die To-Do-Liste mit aufschreiben. Okay, dann ja, sind wir jetzt mit der Zeit langsam am Ende oder sogar auch schon drüber. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie so lange zahlreich noch geblieben sind in dem Webinar. Und falls ich heute nicht zeigen konnte, was Sie gerne gesehen hätten, dann können Sie mir das gerne per E-Mail schreiben an info@spina.de. Dann zeige ich Ihnen das gerne beim nächsten Mal. Das ist gar kein Problem. Ich kann Ihnen gerade auch nochmal, oder ich muss Sie auch nochmal unbedingt darauf hinweisen, der Vogelscreener, der ist für alle Kunden von FX Flat komplett kostenlos. Also da zahlen Sie gar nichts im Monat. Sie müssen einfach auf die Seite gehen, forex-screener.de, klicken auf den Button Registrieren. Dann kommen Sie eben auf eine Unterseite, in der Sie auswählen, dass Sie Kunde sind bei FX Flat oder eben auch bei CapTrader, welcher auch als Broker unser Partner ist. Und dann können Sie hier einfach Ihre Daten angeben. Dann wird eine Anfrage eben verschickt an FX Flat. Die können dann überprüfen, ja, der Kunde, der ist wirklich bei uns. Und der bekommt seinen Gratiszugang. Und das ist in der Regel am gleichen Tag eben noch erledigt. Also, wenn Sie Kunde sind bei FXBet, können Sie heute noch Ihren kostenlosen Fullscreener-Zugang erstellen und werden dann spätestens morgen Ihren Zugang auch erhalten. Dann, ja, wie gesagt, falls Sie Bedarf haben an weiteren Filtern, schicken Sie uns einfach eine E-Mail, mail@forex-screener.de. Da sammeln wir Ihre Ideen und bei hoher Nachfrage setzen wir das Ganze dann auch um. Und uns gibt es natürlich auch auf Facebook zu finden, Forex-Screener. Können Sie einfach mal nachsuchen. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, da posten wir regelmäßige Updates rein. Und im Normalfall stellen wir dann die Updates natürlich auch in den Webinaren wieder vor. Also schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich schon auf Sie. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Manuel. Und den Feedback schließe ich mich an. Schönes Webinar. Und ich freue mich schon auf den nächsten Termin, auf die nächsten Neuerungen. Wirklich tolles Tool. Und bedanke mich auch bei allen Teilnehmern, auch fürs aktive Mitmachen, auch im Chat. Macht Spaß so. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie sich auf sich auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Der Termin ist der 16. März und die Aufzeichnung, da kommt dann so schnell wie möglich online. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ciao.